Iris klein, sie wird wieder zu Katzenberger und saugt durch. Reality-Star Iris Klein hat einen neuen Job, der perfekt zu ihrer aktuellen Lebensphase passt. Sie startet als Staubsaugervertreterin neu durch. Neuer Job, neues Glück. Iris, bekannt als Mama von Kultblondine Daniela Katzenberger, 38, genießt aktuell ihr Liebesglück mit Verlobtem Stefan Braun. Doch die Schatten aus der Vergangenheit, vor allem das turbulente Liebesdrama um ihren Ex-Mann Peter Klein, 57, und Schauspielerin Yvonne Wölke, 42, hängen noch immer über ihr. Zusammen mit Stefan ist Iris jetzt im Staubsaugergeschäft aktiv. Die beiden sind Vertriebspartner für die schwäbische Firma Hühler, die sich auf hochwertige Staubsauger spezialisiert hat. Bereits vor ihrer Beziehung war Stefan Braun in dieser Branche tätig, und nun unterstützen sie sich gegenseitig im Verkauf. Der Luxussauger wird für rund 2000 Euro angeboten und bietet über 30 Funktionen. Stefan führt sogar Hausbesuche durch, um den Staubsauger in Aktion zu präsentieren. Namensänderung in Sicht. Das Liebesaus mit Peter Klein will Iris endgültig hinter sich lassen, und das schließt auch ihren Nachnamen ein. Nach der Scheidung plant sie, den Namen ihres ersten Ehemanns Jürgen Katzenberger, dem Vater ihrer Tochter Daniela, wieder anzunehmen. Zunächst wird sie also Iris Katzenberger heißen, doch das könnte nur ein kurzes Intermezzo sein. Nach der geplanten Hochzeit mit Stefan wird sie dann Iris Braun heißen. Aufeinandertreffen bei Promis unter Palmen? Die Vergangenheit könnte Iris bald erneut einholen, und zwar bei der Reality-Show Promis unter Palmen, die 2025 auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Wie Bild erfuhr, sollen sowohl Iris als auch Yvonne Wölke Kandidatinnen der neuen Staffel sein. Ein mögliches Wiedersehen der beiden dürfte für reichlich Spannung und möglicherweise weiteren Staub sorgen.